Schiff im sicheren Hafen, was dümpelst du im Seichten? Plätscherst rum im Wellengang und tönst laut rum von dem Erreichten. Tönst laut rum von dem Erreichten. Präsentierst stolz deinen Schrammen und betonst, dass sie vor Jahren von den großen wilden Kaperfahrten stammen, die nur Butterfahrten waren. Die nur Butterfahrten waren. Kleines Schiff im sicheren Hafen mit bestem Liegeplatz vor Ort. Sowas gibt man nicht mehr auf, da fährt man nicht mehr fort. Früher fuhrst doch du auf den Kanälen hin und her. Und man sagt, du warst schon mehrmals bei der Flussmündung zum Meer. Und bestimmt hast du gedacht, jetzt volle Kraft nach vorn, dann kommt irgendwann von selbst Tahiti und Kap Horn. Doch im letzten Augenblick hast du gedreht, ich kann's verstehen, aus lauter Angst dich zu verlieren vorm Untergehen. Was suchst du, kleines Schiff, allein auf hoher See? Willst du wirklich neue Schrammen? Die alten Schrammen taten höllisch weh. Im sicheren Hafen tut nichts weh. Viele Schiffe sind gesunken, ganz im Nirgendwo verloren. Und nicht alles, was auf dem Wasser schwimmt, ist gleich zum Kreuzfahrtschiff geboren. Ist gleich zum Kreuzfahrtschiff geboren. Läuft doch super für dich, Schiff, nur was dich manchmal irritiert, ist, dass du weißt, dass man an anderen Orten auch ein anderer wird. Mancher Luftmatratze wurde erst auf den Wellen klar, dass sie für irgendjemand dort das schönste Traumschiff war. Manches Tretboot hat erst auf ner Reise festgestellt, sein Sonnendeck wurd dort zum schönsten Platz der Welt. Und du wolltest doch so vieles sein und nichts war dir genug. Und was ist aus dir geworden? Ein alter Kahn mit Rost am Bug. Das Leben wollte früher mal ein wildes Feuer sein. Und heute fühlt sich's an so wie ein eingeschlafenes Bein. Vielleicht solltest du doch noch einmal ein paar Runden drehen und sei es nur, um das Spiegelbild vom Himmel im Kielwasser zu sehen. In deinem Kielwasser zu sehen. Und bestimmt spürst du dann wieder von vorn den Luftzug brummt, der dich schwindlig macht und sagt, dass jetzt etwas passiert, dass etwas kommt. Dass auch für dich noch etwas kommt. Und irgendjemand ruft in dir volle Kraft nach vorn, vielleicht nur bis Papenburg und nicht bis Kap Horn. Doch dann weißt du plötzlich wieder, wer noch in dir wohnt. Und dafür hat sich die Reise schon gelohnt. Ja, dann weißt du endlich wieder, wer alles in dir wohnt, und dafür hat sich die Reise voll gelohnt.